So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 15. Ja, die letzte Folge, das Spiel, das war schwer. Ja, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 15. Ja, also das letzte Spiel, das war ja wirklich schwer. Also, das war bestimmt der schwierigste Gegner, den wir bisher hatten hier in FIFA 15. Aber egal. Das Spiel haben wir dann zum Glück doch noch gewonnen. Und nun wartet schon der nächste harte Brocken auf uns. Wir spielen heute gegen Chelsea. Und ich glaube, eine Pressekonferenz haben wir schon teilgenommen. Müsste dann hier gleich bei den News sein. Snooklo-Pokalgegner vor Rivalen, das war es wahrscheinlich. Und ansonsten würde ich sagen, spulen wir die Zeit einfach mal vor. Ich glaube, wir haben ein oder zwei Verletzte sogar noch aus dem letzten Spiel. Einer war da auf jeden Fall noch, oder? Ja, Steven Gerrard, genau. Und eine Nachricht im Büro haben wir auch. Spieler verletzt Steven Gerrard. Er wird für 5 Tage ausfallen, ja. Können wir uns mal unterhalten? Okay, das heißt wohl, dass Borini weg will. Na gut, er kann eh im Sommer erst wechseln und wenn er erst im Sommer wechseln kann, dann ist die Saison auch vorbei. Ja, wen setzen wir dafür ein? Lucas Leiva wollte ich eigentlich nicht ranlassen. Ich wollte eher mal wieder den. Ach so, der spielt sowieso. Coutinho oder ist. Ja, bei dem ist die Saison aus. Wäre eigentlich Henderson dran. Oh, nein. Ja. Jetzt spielt Lucas Leiva, aber ich würde dafür gerne Henderson spielen lassen. So, jetzt haben wir es aber. Gale und Borini im Sturm. Gale, da lasse ich dann noch lieber den Sturridge spielen. Ist sicherer. Und ansonsten würde ich sagen, können wir das eigentlich so lassen? Also speichern wir die Taktikvorlage. Ich weiß nie, warum das Taktikvorlage heißt. Das ist auch die Mannschaftsaufstellung und keine Taktik. Oder? Borini mit Heimweh im Fokus anderer Vereine. Okay, wenn dann eigentlich nur italienischer Vereine, aber. Das ist eine andere Sache. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal voll und ganz auf den FC Chelsea. Wir spielen heim, ist ja schon mal ein Vorteil. Wir spielen auch in unserem klassischen Trikot und die Blues, die spielen auch im klassischen. Die sehen sich ziemlich ähnlich, die klassischen Trikots von den beiden Mannschaften. Schiedsrichter ist Heiner Schnitti, wahrscheinlich aus Deutschland, wenn er Heiner heißt. Wir spielen auf Profi bei 6 Minuten bewölktem Wetter im Anfield. Los geht's. Dribbling Gold Level. Ach Mist, das krieg ich ja nie hin. Oh. Jetzt habe ich verpasst, durchs Hütchen zu laufen. Egal, fangen wir an. Okay, Liverpool gegen Chelsea im Anfield. Champions Cup, das müsste das Halbfinale sein, meine ich. Genau, das ist das Halbfinale. Ansonsten spielt noch Atletico Madrid gegen Real Madrid, also auch ein Madrid-Derby. Und hier haben wir eben Liverpool gegen Chelsea, genau. Also zwei englische Vereine und zwei spanische. Also kann das Finale genau englisch-spanisch sein. Ja, das Liverpool-Logo ging es immer noch nicht so gut hin, aber egal. Die Fans sind auf jeden Fall deutlich lebendiger als noch in FIFA 14. Vielleicht guckt ihr euch ja mal eine FIFA 14-Folge von mir an, wobei, lasst das lieber. Ne? Okay, Liverpool, ja, die Aufstellung brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Liverpool in den roten Trikots von
links nach rechts. Müsste hätte ich lieber reinflanken sollen, aber egal. Wir spielen weiter, wir haben ja 12 Minuten Zeit. Ein bisschen mehr als 12 sogar noch, wegen Nachspielzeit. Was macht ihr denn da? Oh, Chelsea führt, Mist. Aber guck mal, wir kamen wieder nicht an den Ball. Das war wieder so eine typische Szene. Wir können machen, was wir wollen und kommen einfach nicht an den Ball. Und somit führt Chelsea ja nach 5 Minuten im Anfield. Unglaublich. Guck mal da. Ganz allein steht er da. Ramirez trifft zum 1-0 für den FC Chelsea. Und jetzt müssen wir uns wirklich zusammenreißen. Schießt doch er. Ecke. Mann, das ist doch einfach nur doof, weil sich da keiner anbietet. Obwohl wir eigentlich auf Ballbesitz spielen, aber das bringt gar nichts. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was heute los ist. Wo habe ich es denn? Spielen wir mal auf hohen Druck. Unser Einwurf. Das gibt's doch gar nicht. Unser Einwurf. Aber das bringt uns alles nichts, genauso wie das. Wir sind einfach zu nervös. Aber guck mal, da kommt kein Pass mehr an. Das geht doch gar nicht. Die decken aber auch verdammt gut. Also ich kann keinen wirklich anspielen. Und guck mal da. Die rennen doch vom Ball weg. Was ist mit uns nur los hier in den ersten Minuten dieser Partie? Wir finden gar nicht ins Spiel. Warum rennst du nicht, Goretzka? Der bleibt da einfach stehen und sieht den Ball zu, wie er da weiterkullert. Und der Chelsea erhöht hier fast auf 2-0. Okay, unser Einwurf. Das bringt uns überhaupt nichts, was wir hier machen. Guck mal, wir kommen gar nicht mit dem Gegenpressing von Chelsea zurecht. Guck mal, wir können machen, was wir wollen. Wir kommen da nicht an den Ball. So, guck mal, jetzt... Oh, jetzt hat es funktioniert. Okay, komm, jetzt aber mal kontern. Schneller. Mann, warum war der nicht drin? Okay, Chelsea wieder am Ball. Goretzka, das muss dein Ball sein. Eigentlich. Unser Einwurf aber immerhin. Sterling ist das. Raheem Sterling. Na, das war eher nichts. Da sollte der Ball eigentlich nicht hin. Thank you.
Jetzt aber, der muss drin sein. Und der ist nicht drin, da haut der den irgendwie, da verzieht der den Ball, ey. Ich verstehe das nicht. Guck mal da, das geht doch nicht. Der muss doch drin sein, so frei vor dem Tor. Was soll das? Boah, Chelsea ist wirklich heute nicht schlecht. Vielleicht hätten wir Mourinho nicht loben sollen. Na, das bringt nichts. Da muss aber auch mal einer in der Mitte freistehen. Das war ja mal ein schlechter Kopfball. Ich weiß nicht, was mit uns los ist. Also, wir müssen wirklich gucken, dass wir hier gewinnen. Schön gemacht, Hart. Schönen Freischuss herausgeholt, das war mal gut. 3 Minuten gibt es Nachspielzeit. Und hier jetzt die gelbe Karte. Für Felipe Luis. Borini mit dem Freistoß, vielleicht wird das ja was. Na, das war ja mal ganz schlecht. Es wird auf jeden Fall nicht leicht. Jetzt hier in der zweiten Halbzeit 2 Tore zu schießen. So. Ich werde jetzt für Borini den Ricky Lambert mal bringen, weil er so gut wie nie spielt. Und jetzt vielleicht mal richtig heiß ist, endlich mal zeigen zu dürfen, was er kann. Vielleicht bringt uns das ja was. Boah, der muss den noch kriegen, wenn er schon so nah drin ist. Wo sollte der Pass denn hin? Was soll das? Oder auch der? Warum zurück? Immer nach vorne. Der war riskant, war aber in Ordnung und somit steht es hier 1-1. Schöner Pass von Goretzka, der wirklich riskant war und somit trifft, was habe ich in der Halbzeit gesagt? Ricky Lambert. Der nicht oft spielt, aber wenn er mal spielt, ist er immer gut. So auch heute. Macht er ein ziemlich wichtiges 1-1 im heimischen Stadion gegen den FC Chelsea. Und Joe Hart freut sich natürlich auch, ist doch klar. Jetzt ist alles wieder offen. Das gibt's doch nicht. Müsste unser Ball sein, ist auch so. Ecke.
Okay, Mann, wie viele Ecken hatten wir heute eigentlich schon? Da kommt ja nie was bei rum. So rum. Nächste Ecke. Die Ecke war jetzt gar nicht mal so schlecht. Na gut, dafür war die umso schlechter. Man muss doch sehen, man muss dem Ball auch entgegengehen. Ich weiß nicht, haben die heute alles verlernt? Wir spielen nur gegen Chelsea. Die sind aktuell Dritter in der Premier League. Guck mal, da geht aber auch keiner dran. Und jetzt dreht Chelsea wieder auf und das ist gar nicht gut. Oh Mann, Chelsea spielt den Ball doch mal ins Aus. Das ist doch nicht fair. Ihr seid kein bisschen fair. Mann, eigentlich müsste der Ball jetzt ins Aussehen. Ich will mit keinem verletzten Spieler weiterspielen. Aber das ist mir zu wichtig jetzt einfach, hier weiterzuspielen. Aber das, was ich da gerade gemacht habe, war wirklich eine ganz, ganz schlechte Lösung. Mann, der Ball muss ins Aus. So, jetzt ist er im Aus. 20 Minuten haben wir noch Zeit. Jetzt werden wir das nächste Mal wechseln aufgrund der Verletzung von Raheem Sterling. Lassen wir jetzt nicht Lallana spielen, sondern Gale. Und Goretzka kann nicht mehr. Was mache ich da? Lallana bringen. Okay. Gibt's doch nicht, ey. Mann. Und dann aber hinterher, Lena. Genau so, aber noch weiter. Kein Abseits. Und da hätte ich eher schießen müssen. Ich habe aber nicht gedacht, dass Courtois rauskommt. Egal. Somit müssen wir weiterkämpfen. Okay, lass ruhig Vorteil laufen. Habe ich nichts gegen. 10 Minuten haben wir noch Zeit, ein Tor zu schießen. Aber der FC Chelsea natürlich auch. Hey! Da wurden wir aber umgehauen. Jetzt hatten die freie Bahn. Das gibt's doch nicht. Da muss der Schiedsrichter doch abpfeifen. Ja, ist gut. Der war daneben und weiter geht's. Glenn Johnson hat jetzt noch eine gelbe Karte bekommen. Ach so, deswegen. Okay. Ich dachte gerade. Gale ist das. Na, das war aber nicht Gale. Und das war auch nichts. Ich weiß nicht, was heute mit unseren Pässen los ist. Also da kommen die Pässe sowas von nicht an. Hart hat ihn. Ey, ihr müsst euch mal richtig anbieten, Jungs.
Sonst wird das heute nichts. So wie jetzt. Wir haben nicht mehr viele Chancen. Das wird wohl auf ein 1:1 heute hinauslaufen. Wir haben noch ein Rückspiel in Chelsea. Das wird nicht leicht. Deswegen müssten wir heute eigentlich gewinnen. Aber Chelsea spielt das jetzt hier so runter, dass wir wahrscheinlich nicht mehr vors Tor kommen werden. Die halten jetzt den Ball in ihren Reihen. Warum greifen die nicht an? Heute ist aber wirklich ein schlechtes Spiel von uns. Grottenschlecht. Oh Mann, da ist der Ball schneller als der Spieler. Das darf nicht sein. Und hier jetzt auch. Mann. Mist. Jetzt spielen wir nur 1-1. Das ärgert mich jetzt. Okay, das war's. Wir spielen gegen Chelsea 1-1. Chelsea hatte nicht so viele Chancen. Hatten nur Glück, dass sie direkt nach dem Anpfiff das 1-0 gemacht haben. Und somit spielen wir hier 1-1. Ich muss sagen, wir waren heute auch ganz schlecht. Also am Ende ist das 1-1 verdient. Denn keine Mannschaft war besser. Und ja, jetzt müssen wir uns was fürs Rückspiel überlegen. Müssen da dann auf jeden Fall gewinnen, damit wir ins Champions League Finale kommen. Wie haben die anderen eigentlich gespielt? Habe ich jetzt vollkommen ignoriert. Jedenfalls haben wir zwei neue Nachrichten. Einmal eine Pressekonferenz. Und dann einmal Danke, Chef. Pressekonferenz, nehme teil. Motivieren unsere Jungs. Und ansonsten um die Aufstellung kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Ja, nächste Folge ist dann am Samstag, dem 25.04. um 16 Uhr. Okay, dann sehen wir uns am 25.04. um 16 Uhr wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.